Alles klar bei dir? Alles klar bei mir. Moin, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der dicke Dirk und neben mir steht Patrick. Wir beide Ja, sind man, nach. so many, ja, man. Oh, Entschuldigung. Patrick, wir Ja. beide sind nach wie vor in Seenot und heute werden wir unser Flößchen ein bisschen weiter ausbauen. Auf geht's. Okay, so? Jupp. Also die Defin per Definition Seenot bedeutet, dass man in Not ist auf See. Ja, ich kann nicht sehen. Ich habe hier meine Brille Aber nicht ich mit. bin momentan eigentlich zufrieden, dass mich keiner nervt hier auf dem Wasser. Also ich fühle mich Ja. in See. Tja, wie nennt man das? Die B-Not. Ah, okay. Die Also, B-Not. wir sind Ja. einigermaßen safe und sicher und so. Ja, würde ich auch So, dann sagen. suche ich jetzt den Kram zusammen, den ich brauche, um eine Schmelze zu bauen. Ja, ich habe ein großes Beet gebaut oder wie es auch immer heißt, eine große Anbaufläche. Ja. Ich stelle die dann mal hier oben auf, ne? Oh, warte, ich komme. Das gucken wir uns an. Dann kommen Sie mal vorbei, junger Mann. Lass mal gucken. Ich tu mal machen, ne? Jo, jo. Ach, wie, Zack. ach, so groß ist das? Okay. It is big. It's the big one. Ich schwöre. Wenn Dann da. brauchen wir jetzt einen Kokosnusssamen und einen Becher Wasser. Okay, ich bin dabei. Holst du den Samen, hol ich Wasser. Ich hab Samen. Ananas Ich und hab Wasser. Melonen. Nee, da oben würde ich Ja, Kokosnuss. wir können nur Kokosnuss haben. Na, danke. Weil da bleiben uns dann auch die Möwen vom Hals. Ein Becher Water. Habe ich. Das ist Du Teamwork hier. brauchst du nur die Baby-Kokosnuss-Samen da rein I tun. got the baby. Was? Baby-Kokosnuss? Da werden ja hoffentlich noch Poster. Palme, Palme, Mallorca. E-Pflanzen. Oh, wie Und süß. bewässert. Genau, wie muss Oh, wo unten ist das den Bier? Besserungsdings. Was? Nein, wir haben noch nicht. Okay. Da schwimmt ein Floß vorbei. Da schwimmt ein Floß vorbei. Ja. Los, nix, los. Ich habe noch Na, einen guck Anker, mal ne? hübsch. Nochmal so als Info, weil vorne links kommt eine Insel. Die Insel sollten wir bei der Gelegenheit dann mitnehmen. Ich würde mich mal bitte gerne sofort hinlegen und ausruhen. Bitte, bitte. Warte, noch Danke. so ein Was für ein Wundarsch. Wunderarsch, hast du kein Babypuder mehr? So, ich Ein liege. Rotarsch. Ja, Rotarsch kommt vom zu viel Klatschen. Ficht drauf gemacht. So, ich tue mal den Anker wieder setzen. Aber erst, wenn wir an der Insel sind, oder? Also. Ja, ich baue ihn erstmal auf. Ruhig, ruhig. Das ist eine gute Geht jetzt Idee. schon wieder Anker durch mit ausbauen. ihm. Kaum sieht er nach vier Ja, Jahren manchmal. Land und dann wird er hier nervös. Ja, wann sieht man schon mal Kommt mir Land? bekannt vor, die Insel. Ja, ich glaube, so erfinderisch war man im Inseldesign nicht. Ach, angeln Okay. müssen wir nachher auch wieder. Haken ist kaputt. Haken geht. Warte, ich drehe mal das Segel ein wenig. Winitsch. Ah ja. Haben wir den guten Wind? Dann ist ziemlich schlau, ne? Also mengenmäßig nicht so doll. Aber es geht rüber. Perfekt. Ich glaube, wir müssen die Richtung ungefähr haben. Ja, weil wir brauchen dringend Wood. Wood. Wobei ich glaube, dass wir auf dem Meer durch die Netze mehr Holz aufnehmen, als wir es, Palme Glocken. als wir da von der Palme. Das sind nur zwei Stück, das sind vielleicht, weiß ich nicht, sechs, acht Bretter und dann Hallo, war es nicht so das. negativ hier. Das sind drei Palmen. Oh, das sind mindestens sechs oder acht Nee, Bretter. drei. Oh. Drei Bretter, Also, drei ich will Palmen. jetzt mein eigenes Floß bauen. Ich habe die Nase voll. Okay. Das hat, Immer glaube ich, diese aber keiner kapiert. negative Stimmung hat uns überhaupt hier auf dieses Scheißwasser gebracht. Ich kann nicht mehr sehen. Also ich verbitte mir das. Hier sind gar keine Neger, die eine tiefe So, Stimmung verbreiten können. ich gehe. Ah, Flößchen, bist du bereit bei Anker? Ich bin schon an der Insel. Warte, ich komme zurück. Sag Bescheid. Robinson, tu es nicht. Robinson 2.0.
Insel kam zu ihm und er nicht zu der Insel. Was machst du da? Ich lenke. Weil unter uns ist schon Abgrasland. Ja, aber du willst doch bestimmt auf die Insel. Ja, dann wegen der Palme, du erinnerst dich? Wegen drei Palmen. Ja, genau. Oh, ich sehe schon Ton und Sand. Und tuck, Anker werfen. Anker werfen, zack. Jawohl. Perfekt. Fast im Hai am Kopf. Ja, das ist doch gut, da brauchen wir keine... Ah, wir müssen angeln, Patrick, wir haben keine Haiköder. Ja, deswegen gehe ich mal zurück auf die Insel. Achso, ich habe auch keine Angel mehr. Ich auch nicht. Wie ist das denn jetzt mit dem neuen Ofen? Genau, ich baue einen neuen Ofen, wenn ich folgende Dinge finde. Einen Kondomautomaten. Vier Planken, warte, vier Planken. Die haben wir hier. Irgendwo drin noch nicht, ne? Nee. Hier drin. Ich hole sie. Bei Milchspei. Genau vier Stück. Ich mache immer ein bisschen die Taschen voll. Oh nein. Ah, diese Loot-Geier. Ja, der Loot-Finger ist der schnellste hier. Looten so. Und leveln. Und was essen zwischendurch. Ich wollte doch nur einen fischen. So, ein Fisch, Klappe zu, die Null, Essen. So, jetzt aber. Achso, da ist er. Danke. So, Planken genug, Schrott brauche ich. Kleiner Stern, ich habe es um 15. Kann es sein, dass du dehydrierst? Was? Ich habe den Hals so trocken? Ja, genau. Mango und Jerry. So, damit hätten wir unsere erste Planke. Quatsch, unsere erste Planke. Die erste Planke. Geil. Oh, jede Menge Melonen. Oh, je, hupen. Und brennt das Ding. Haben wir schon Eisen? Haben wir schon Eisen? Ja, haben wir schon Eisen? Also kein Erz. Ich möchte Eisen... Bolzen. Ganz klar, Moment. Das erste Metall müsste jetzt schmelzen. Ja, tut's. Yeah, we got. Oh, hier oben ist eine Kiste. Wow, I got the Kiste. Hey, I got the Kiste. What the fuck? Was war denn da alles drin? Okay, wir brauchen definitiv mehr Kisten, habe ich das Gefühl. Ja, deswegen möchte ich gerne Scharniere basteln. Scharniere? So, Scharniere? Scharniere? Ich bin runtergefallen. Ah, ne, nicht ganz. Ich möchte diese rote Blume nicht aufheben. Na, dann lasse rote Blume sie überlegen. Ja. Oh, hier komm. Oh, kein Platz mehr. So. Kann ich wegschmeißen. Scharott brauchen wir. Mhm. Hab ich. Ja, Oh, 17 Steine. Also ich habe auch die Taschen voll. Ich guck mal eben, was es kostet, eine große Kiste zu bauen. Drei Schrott kostet eine große Kiste, vier Seile und ein Scharnier. Hab ich in der Tasche alles. Drei Scharniere haben wir noch hier. Ah, haben wir noch. Das ist ganz gut. So, was hat er gesagt? Große Kiste da. Drei Schrott. Das redet er schon mit sich in der dritten Person hier. Was läuft hier? Ja, Lagerkoller. Ja, ich muss hier weg. Ist halt ansteckend. Nee, das glaube ich nicht. Oder ich glaube es nicht. Spürst du schon was? Ich spüre schon. Hier oben. Cool. Halt jetzt mal die Nudel raus und gucken, wie die Luft hier oben. So, die große Kiste ist fertig. Ja, toll. Oh, Mann. Ich würde, glaube ich, ein neues Lager hier unten so ein bisschen versetzt aufstellen wollen. Damit. Was hast du? Ja, das geht mir auch so. Cosmic Equip. Schmeiß. Palme weg. Palmwedel. So, ich glaube, ich habe das Beste von dem Inselchen oben hier alles abgegrast. Außer Blumen gibt es.
Okay, so, erste Kiste ist fertig. Wo? Ach da. Warte. Ah Würde ja, die ich kenne für ich. Kunststoff vielleicht. Ja, da sind wir dabei. Knall direkt rein. Zack, zack, zack. Bitteschön. 60 Stück. Genau, da haben wir nämlich, dadurch haben wir nämlich Platz in den anderen Kisten. Ey, Metall ist fertig, ohne Quatsch. Echt, Metallbahn? Ja. Ja, läuft hier. Was können wir jetzt Ja, sag ich machen? doch. Was können wir machen? Aus dem Metallbarren kannst du ein Scharnier oder einen Bolzen machen. Frage. Du wolltest Ich eine spiele ja Angel? nicht alleine hier. Die 4 Millionen Leute, die uns zuschauen, ich spiele natürlich gern mit. Natürlich. Bekommen wir, ich glaube, das ist der Hai. Das Bekommen klang. wir durch, was wollte ich gesagt haben, einen besseren Haken auch mehr Loot? Schneller, ja. Also wenn Schneller, du dir aber nicht einen, mehr. nee, mehr nicht, aber wenn du dir einen Metallhaken machst, dann kannst du schneller die Sachen abbauen. Er nutzt nicht so schnell ab und du baust die Sachen schneller ab. Das hat ja quasi so groß keinen Nutzen. Doch, doch. Also dadurch, dass du eben deutlich schneller abbaust, ne, dann brauchst du nur ein- oder zweimal draufhauen und du hast die Sachen abgebaut und nicht wie jetzt fünf, sechs Mal. Schaffst du natürlich mit einer Lunge voll Luft deutlich mehr. Okay. Also von daher, das ist auf jeden Fall sinnvoll, den in Metall zu machen. Aber was ist jetzt das Nötigste, was wir machen müssen mit dem ersten Metall? Also mach dir ruhig einen Haken draus, das ist gar kein Problem. Ist die Palme fertig hier oben? Das mag sein. Dann möchte ich eine Axt. Okay. Wir könnten aber auch mal einen Metallbarren reintun und forschen. Ja, gute Idee. Dann tu doch mal einen Hab Metallbarren ich. rein und forsche und ich werde mal einen Sand schmelzen. So. We learn the Bolzen. Well. We learn. Oh, was hat denn gut? Ein Topf. Cool. The Scharnier. Yeah. Einen stationären Enker. Ja, unbedingt. Eine Schöppe. Und jetzt kommt Daddys Liebling, der Grill. Ja, der große Grill. Also eine Schere müssen wir jetzt lernen, aber wir lernen eine Schere. Ja. Metallspeer und einen Netzwerfer. Genau. Auch ein jetzt. Ja, aber sowas von. Oh, wenn ich einen Stein noch habe, ah, gut, dass ich einen in der Tasche habe, Ich würde sagen, haben wir bestimmt noch. kann ich einen Steinpfeil lernen und Farbmühle. Ja, dann kannst du endlich mit den Blümchen was anfangen. Ja, yeah, Flower Power. Federn kriegen wir nicht mehr durch die Nester. doch, Federn ja, Eier nicht. Ich tue mal in die Kiste hinter dir, die ja eigentlich für Palmwedel reserviert ist, eine Glasscheibe. Dann kannst du die auch eben noch lernen. Oh, Glasscheibe. Gerne. Brikett. Ich habe gelernt, einmal fortschrittlicher Reiniger. Den brauchen wir. Okay, dann bauen wir direkt aus einen. Oh, bauen wir nochmal viermal Glas. Ja. Algenglibber hatte ich schon. Ja, dann schmelze ich mal auch gleich bei der Gelegenheit Algenglibber ein. Der Hai. Oh, der braucht Genau. nicht mehr viel. Mist, ich hatte Ja. keinen. Und so wie ich dich kenne, wirst du gleich einen Metallspeer haben. Ich weiß es noch. Ah, bin ziemlich Wir haben sicher. noch dieses Haifischfutter, ne? Die Köder. Nee, auch rohes Haifleisch. Ja, dafür brauchen wir den großen Grill. Haben wir da jetzt schon? Was? Oh. An der Metallbahn. Nur gelernt. Puh, okay, läuft noch nicht bei uns. Doch, aber langsam. Eins, Läuft zwei. langsam bei uns. Bitte spult das Video vor. Es läuft langsam bei uns. Jetzt sind 15 ist unser Floß breit. Das heißt, 7 vom Rand müssten wir so ein
so ein Dingens rausnehmen. 3, 3, 3, X rausnehmen, was willst du rausnehmen? 6, 7. So, der hier, wenn wir nachher hier bei der Insel fertig sind, da können wir nachher den stationären Anker hinstellen. Dann würde ich nämlich den Trinkwasserbereiter nachher hier hinbauen. Weißt du, dann haben wir hier schon ein Loch, dann kann man so sehr schnell Wasser, Salzwasser nachfüllen. Ach so, okay, ja, gut. Und dann würde ich gegenüber zwei große Grills hinstellen und hier links und rechts zwei große Kisten für rohen Fisch und rohes Gemüse und gekochten Kram. Ähnlich wie hier. Okay. So, wie ja, die Schmelze ist fertig. Was ist da drin? Cool. Das war Algenglibber. Algenglibber, was wird das? Den brauchen wir nachher für den Grill, für die Schmelz, für das Wassergewinnungsding. Ah ja, okay. Wir brauchen so viel. Auf jeden Fall. Also brauchen tun wir alles. Warte mal, hatten wir nicht noch Kupfer irgendwo? Papa! Ja, Kupfer. Dann schmelze ich auch schon mal eben einen Kupferbarren, dann können wir das auch lernen. Dann haben wir das mit dem Lernen schon mal hinter uns. So, Kupfer schmilzt. Dann würde ich sagen, hab ein Essen und ab ins Bettchen, oder? Ja. Ja. Ich bin satt. Ich hier pennen. Moment, ich auch. Nachti. So, da sind wir wieder. Ja, und gleich trinken. Drink. A little drink. So, ich habe noch keine Metallaxt, also baue ich den Baum jetzt schon ab. Deine Axt geht ja auch. Jo. Wollen wir mit oder ohne Haiköder versuchen? Wie sieht es denn aus hier ums Floß? Ja, der kommt so oder so. Ja schon, aber er kommt ein bisschen später, wenn wir einen Haiköder haben. Ich glaube, ich baue noch mal eben so eine einfache Angel und gucke, dass ich ein paar Fische fisch für Haiköder. Jo. Ich muss, glaube ich, noch rein. 8 Seile, das müsste machbar sein. Kann da mehr Wasser oder muss das wirklich normales Wasser sein? Bei den Pflanzen oben Süßwasser. Kein Meerwasser. Oh, Kupferbarren ist geschmolzen. Ich lerne mal eben Kupfer. Mach das, jo. Jo. Und damit können wir, tada, eine Leiterplatte lernen und tada, eine Batterie lernen. Bauen, nicht lernen, können wir schon. Ja, warum auch immer. Batterie? Für ein automatisches Bewässerungssystem. Ja, läuft bei uns. Ja, unter anderem. Für Stirnlampen nachher. So, was tun wir hier rein für zu schmelzen? Das Ding muss laufen hier. Pack rein, was du willst. Eisen, Kupfer, Zins, wir brauchen alles. Oh, ich habe jetzt gerade einen tierischen Frosch. Kannst du auch reintun, mal gucken, was draus wird. Froschenkel. Was kann man mit einer Riesenmuschel machen? Ein Vogelnest draus bauen. Okay, interessant. Nee, Riesenmuschel, deswegen lohnt sich nicht. Was wir viel brauchen, ist Algenglibber. Aber der schmilzt auch verhältnismäßig schnell. So, ich setze jetzt mal hier neben den Burner eine Truhe hin, was alles geburnt werden kann. Ja, genau. Und vielleicht eine Truhe für fertig geburntes. Eine Truhe für fertig geburnt. Sehe ich. Ja, da habe ich wohl eine Truhe zu wenig. Nicht schlimm, wir haben ja jetzt eine Truhe frei, also gebaut die große, vielleicht kriegen wir eine kleine frei. Hab ich. So, ich glaube, ich habe genug, um einen Dings zu bauen, hier Köter.
die Truhe kaputt, aber die aufheben will, so einen kleinen. Nein. Ich hab's aber nicht bekommen. Da habe ich sie gefunden. Er hat sich versteckt. Kleine Luder. Drolch. Wieder Hunger. Kann wohl nicht wahr sein. So, das läuft, das läuft, das läuft. Was ist in der Truhe hier? Ah, hier ist Plastik. Bessere Angel macht natürlich besseren, schneller Angeln oder was? Ja, aber die ist extrem teuer. Also, wie findest du? Ich finde jetzt nicht. Doch, du angelst relativ lange, aber die kostet verhältnismäßig viel Schrott und Schrott ist nachher eher Mangelware. Also Metall und der ganze Kram, das ist okay, aber Schrott brauchen wir noch recht viel. Also eine bessere Angel lohnt sich nicht. Nee, ich habe auch die Standardangel genommen und das ging ganz gut. Okay, Schrott. So, zwei Haiköder habe ich gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir erst in der nächsten Folge tauchen gehen. Könnte ich mir auch. Ich angle jetzt noch ein bisschen. Wie viele Minuten haben wir noch? Ich habe jetzt gerade keine Zeit hier vor mir. Wir sind bei 21 Minuten. Ja, da könnten wir ja fast mal sagen, ne? Ja, genau. Wir treffen uns oben und sagen tschö. Moment, noch eben Metallbarren reinpacken. Planke, so. Wir treffen uns oben und sagen tschö und dann vor dieser malerischen Insel. Müssen wir auch. Oh. Was? Oder vor der kleinen Palme. Das ist auch niedlich. Hey, willst du wieder die Palme wedeln? Auch frisches Wasser. Schon wieder? Du kümmerst dich um nichts hier. Nee. Ich dachte, du wärst für die Blümchen zuständig. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich habe Haiköder gebastelt. Ja, toll, toll. Du bist ein toller Mensch. Toll. Ja, finde ich. So, wie? Aber es ist schön, dass das mal einer. Ich gebe doch Wasser. Wieso braucht ihr immer noch frisches Wasser? Irgendwas mache ich falsch. Mit rechts. Pass auf. Ist gefüllt in meine Tasse. Hm? Süßwasser, ne? Von unserem Süßwasser. Ja, so. Jetzt steht da trinken oder Flüssigkeit einfüllen. Ach, ich Dovi. Ich muss mit E Pflanze wässern. Naja, alles klar. Und sonst? Ich sag nichts. Ja, die Sonne brennt, niemals. Ne? Kein Wort wird über meine Lippen. Naja, toll, toll. So ist man hier gestempelt. Markiert wie so ein Lamm vor dem Schlachthof. Ich war da gar nichts. Ja, das sind die üblichen Verdächtigen. Ich kann nichts, ich weiß nichts und ich darf nichts. Ich war's nicht. Der und war ich war's nicht. Nicht. So, bevor ich gleich ich kipp um hier heiße, wegen Hunger, sag mal tschö. Ja, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn du die nächste nicht verpassen möchtest, einfach den Abo-Button und die Glocke drücken. Und ansonsten würde ich sagen, wenn du die Folge bei mir geschaut hast und aus Patricks Sicht sehen möchtest, findest du den Link in der Videobeschreibung. Moin, tschüss und bis bald. Jo, tschö. Und mein sein Link ist bei mir in der Beschreibung. Ach, ihr wisst schon was. Tschö.